Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Polster und in diesem Video möchte ich Ihnen die Verwendung von Stabstahlverbindungen und ihre entsprechend erforderlichen Stabendbearbeitungen zeigen. Werfen wir einen Blick in meine Beispielstütze. Die Muffin habe ich zur besseren Übersicht für dieses Video mal blau hervorgehoben. Wenn ich die Stablängen hier in der Stütze mal exemplarisch in der Länge ändere, können wir sehr schön sehen, wie die Muffen und auch die angeschlossenen Stäbe folgen. Diese intelligenten Abhängigkeiten über die Verbindungsmittel, ja, und die sich damit gegenseitig kennenden Stabenden in einem BIM-Modell eröffnen uns einen entscheidenden, nie dagewesenen Komfort gegenüber der klassischen CAD-Arbeitsweise. Hier am Fußpunkt sind die Anschlusseisen ebenfalls mit Muffen verbunden, ja, da der Bereich auf der Baustelle zwischenzeitlich frei befahrbar bleiben soll. Ein Blick hinter die Kulisse, sprich hier in die verwendeten Muffen, zeigt, dass dieser Muffentyp am Stabende 1 angeschweißt und das oberhalb angeschlossene Stabende 2 aufgeschraubt, also ein Gewinde, erhalten soll. Werfen wir zuerst einen Blick auf die zugehörigen Stabstahlauszüge, wechseln dafür hier in die 2D-Seitenansicht, aktivieren diese und erzeugen flott unsere Auszüge. Erst diesen ein Stück rüber und gleich noch den oberhalb angeschlossenen Stab, schieben hier die Schriftung ein wenig rüber, zoomen einmal etwas hinein und wir sehen direkt unsere angeschweißte Muffe und hier am oben angeschlossenen Stab ein Gewindesymbol. Diese Informationen werden also automatisch von unserer Muffe an unsere Stäbe und damit an die Auszüge weitergegeben. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die verbundenen Stäbe auf dem gleichen Plan oder Betonierabschnitt zugewiesen wurden oder eben nicht. Die Muffe selbst bekommt stets der Stab 1, also der bei der Platzierung zuerst angeklickte Stab. Dies kann jederzeit über den Parameter Sophisticable at Start bzw. End in der Eigenschaftenpalette der Bewährungsverlegung geprüft werden. Das gleiche gilt für die Endbearbeitung, hier geschweißt, hier geschraubt und abhängig vom Muffentyp manchmal auch unbearbeitet. Zurück zum oberen Ende der Stütze. Hier finden wir aktuell noch den gleichen Muffentyp, geschweißt, geschraubt. Ich nehme jetzt mal die Muffe geschraubt, geschraubt und wir sehen, wie sich die Symbole am Auszug live aktualisieren. Der Vollständigkeit halber jetzt nochmal unseren Muffentyp Schraubschloss, bei dem bekanntermaßen keine Bearbeitung der Stabenden benötigt werden. Auch hier eine entsprechende symbolische Darstellung. Außerdem gibt es alle Varianten auch als Endverankerung. Hier drüben exemplarisch eine angeschweißte Ankermuffe. Diese möchte ich jetzt mal umbenennen, sagen wir Ankermuffe Roland. Okay, und kommen nun zur Bestellung, also unseren Mengen- und Biegelisten. Erstellen wir flott eine von diesem Plan, okay, und werfen einen Blick hinein. Auch hier finden wir die entsprechenden Symbole, aber auch weitere Informationen zur Muffe und den Endbearbeitungen. Hier zum Beispiel finden wir unsere Ankermuffe Roland wieder. Hervorheben möchte ich noch die von Sophistic berechnete Teillänge inklusive Verbindungsmittel. Eine wichtige Informationen für die Vormontage in der Biegerei.
Welche Parameter Sie genau hier in Ihrer Liste ausgeben lassen möchten, können Sie ganz individuell über Ihre Starlistenvorlage steuern. Und wie bereits an der Ankermuffe Roland gezeigt, können Sie Ihre Endbearbeitungen und Verbindungsmittel frei nach Ihren Wünschen benennen, egal ob Sie einen bestimmten Hersteller bevorzugen oder Produktneutralität wahren möchten. Zusätzlich zur Biegeliste können Sie sich eine Tabelle Ihrer Verbindungsmittel ausgeben lassen. So behalten Sie die Gesamtmengen im Blick und können Ihre Verbindungsmittel auch mitbestellen, wenn Sie in der Biegerei nicht bereits angeschweißt oder anderweitig vormontiert werden sollen. Nun sind wir auch schon am Ende. Zu Fragen und Anregungen, möglicherweise fehlenden Muffintypen oder symbolischen Darstellungen, freuen wir uns über Ihre Nachricht an support@sophistic.com. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen viel Freude beim Ausprobieren zu wünschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.